Hey und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Wir werden als Zwillinge immer unglaublich oft gefragt, ob wir eigentlich auch gleich sportlich sind und deswegen testen wir das heute mal und zwar in der Wasserdisziplin im Pool. Dafür haben wir uns jetzt drei verschiedene Kategorien mit jeweils drei verschiedenen Challenges überlegt und die werden wir jetzt alle direkt starten. Unsere erste Disziplin ist Tauchen und dafür schauen wir jetzt als erstes, wer mehr Runden tauchen kann. Leonie wird anfangen. Wir fangen hier an, okay? An einem Dreiviertel, ne, ungefähr. Ja, ein Dreiviertel Runden. Jetzt bin ich dran. Der erste Punkt geht schon mal an Leonie, sah richtig knapp, die hat eine Viertelrunde mehr geschafft. Die zweite Challenge in der Disziplin Tauchen ist jetzt, wer diese drei Gegenstände schneller vom Boden aufheben kann. Auch hier fängt Leonie wieder an. Eins, zwei, drei. Nee, stopp! Eins, zwei, drei. Ja. Ja, 7,44. Eins, zwei, drei. Boah, 5,42. Boah, ich hab so Gas gegeben, ne? Jetzt steht's 1:1 und deswegen kommen wir jetzt zur letzten Challenge aus der Disziplin Tauchen. Und zwar ist das, wer von uns beiden länger die Luft anhalten kann. 1, 2, 3. Okay. Bin ich eindeutiger Punkt für Leonie und die Disziplin Tauchen hat somit Leonie auch gewonnen. Die nächste Disziplin ist Akrobatik und da fangen wir jetzt an und schauen, wer von uns beiden einen geraderen Handstand macht. Eins, zwei, drei. Steht immer noch. Ich hab halt am Anfang richtig verkackt. Du warst übertrieben, nein! Nee, ich hab am Anfang verkackt. Wird dann aber besser. Ich glaube auch. Scheiße. Och Mann. Der erste Punkt in dieser Disziplin geht an Sophie. Die nächste Challenge ist, wer von uns beide mehr Vorwärtsrollen unter Wasser kann. Leonie wird wieder anfangen. Das ist falsch rum, oder? Eins, zwei, drei. Warte, stopp! Ich muss wirklich abbrechen in dieser Nasenklammer und ich bin ja runtergerutscht und deswegen. Also jetzt wirklich, ja, weiß ich, muss so machen. 3, 2, 1. What? Gut. Warte mal, du bist so schwindelig gerade. Ich kann mal nicht warten, du bist so schwindelig. Das geht so. Es ist arschkalt, die wird so schwindelig durch die Kälte allein und dann noch die Rollen, das geht nicht. Ich mein's ernst, ich kann jetzt nicht nochmal, das ist so schlimm. Nee, wirklich, ist so schwindelig gerade. Soll ich machen jetzt? Ja, aber eigentlich kann ich ja viel mehr rollen. Okay, mach du ich kann nicht, ich bin so schwindelig, das geht echt nicht. Eins, zwei, drei. Ja, willst du auch zu versuchen oder nicht? Oh, ich weiß ja, ob ich aber schaffe. Ja, das geht mir. Okay, warte, ich mach noch einmal. Eins, zwei, drei. Warte, ich muss ja runter. Oh Gott, ich kann nicht. Ja. Ich mach noch eins runter. Eins, zwei, drei. Okay, wir haben jetzt gleich viele geschafft und deswegen gibt es jetzt für keinen einen Punkt. Es steht also weiterhin 2:2 und deswegen kommen wir jetzt zu der letzten Challenge aus der Disziplin Akrobatik und das ist, wer kann den besseren unter Wasser Flickflack machen? Oh, der bessere unter Flickflack. Oh mein Gott! Raste nicht aus. Raste ja nicht aus, es sitzt auf deiner Schulter. Wir haben jeder nur einen Versuch und wir haben ja extra so eine Nasenklammer. Leonie fängt auf jeden Fall wieder an. Ist das richtig, Rupp, so? Ja, ich glaube schon. Ich hab die Eva das so. Kein Wunder, dass ihr Wasser reingekommen ist. Okay, ich fange jetzt als erstes einen Handstand und dann eine Brücke unter Wasser. Okay.
glaube, sie war nicht so schlecht. Okay. Oh mein Gott, das ist doch gar nicht gut. Das war ein Handstand, der war kerzengerade. Da war ich ja richtig gut am Boden, ne? Und deins? Aber du bist halt direkt hochgekommen. Du warst ja nicht mehr am Boden bei der Brücke, ja. Weißt du? Okay, der Punkt geht an Leonie. Akrobatik, einfach Akrobatik an mich. Das ist voll heftig, dass Akrobatik an mich geht. Das ist geil. Du übertreibst es so. Ist das meine Lippe? Aktuell steht es 3-2 für Leonie und jetzt kommen wir noch zur letzten Disziplin und zwar ist das Geschick. Die erste Challenge wird sein, zu schauen, wer von uns beiden länger auf einer Luftmatratze stehen kann. Stop. Stop. 1, 2, 3, los, los, es läuft! Nein! Stopp! Was ist das? 3, 2, 1. Au! 3 Sekunden! Eine Sekunde länger durchhalten. Steht jetzt einfach 3-3, Gleichstand. Und jetzt kommt noch die vorletzte Challenge. Und zwar schauen wir, wer von uns beiden länger auf der Wasseroberfläche treiben kann. Ich verliere sowieso. Okay. 1, 2, 3. Noch kann Leonie ausgleichen und ihr seht, wir haben uns gerade angezogen, denn die letzte Challenge ist, wer von uns beiden kann sich schneller unter Wasser ausziehen. Wir müssen jetzt das Oberteil, die Jacke und unsere Hose unter Wasser ausziehen und wer das als erstes schafft, hat gewonnen. Okay. Okay. Ich gebe jetzt Druck. 1, 2, 3. Boah, ich hab's so übertrieben. Was? Ich hab mein Oberteil unten rum ausgemacht. Guck mal, mein Oberteil plus Hose. Alter, mein Oberteil plus Hose. Ich hab das alles ausgezogen. Was? Ich hab das wie so ein Rock ausgezogen. Okay, das Endergebnis steht fest und zwar steht es 4-4. Wir haben einfach Gleichstand. Das heißt, wir haben einfach beide gewonnen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr habt so ein bisschen mitgefiebert. Wir werden uns auf jeden Fall über ein Abo und über einen Daumen nach oben freuen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Oh, this is how it starts.